Heute reden wir über das Thema Kämme. Also wir haben beim letzten Part über das Thema Vertraten gesprochen und heute wollen wir einfach ein Stück tiefer in die Materie eingehen. Ich habe auch wieder einen Gast bei mir. Hallo Bernd. Hi Michi. Bernd ist Produktmarktmanager für den Bereich Cabinet der Friedrich Lütze GmbH und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Besten Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, wieder ein paar Zubehörartikel zu zeigen. Sehr schön. Genau. Die Kämme werden eingesetzt hier zwischen den Aluminiumprofilen und den Deckeln. Und die Kämme sollen die Leitungen halten, aber ich denke, da bist du der Experte. Dann übergebe ich dir das Wort. Was gibt es denn für verschiedene Kammsegmente? Genau, also generell haben wir ja gesagt, wie man Verdrahte im letzten Video. Jetzt geht es darum, wie kann man das Ganze noch optimieren. Da haben wir unsere Kammvarianten. Das heißt, man sieht ja hier eine Kammsegment. Das heißt, verdrahtet wird immer nach oben und nach unten über die Kämme. Und dass man das Ganze auch für verschiedene Querschnitte realisieren kann, haben wir natürlich auch verschiedene Kammvarianten. Okay. Standardmäßig sieht man hier unseren 8-Fach-Kamm. Das heißt, der wird standardmäßig bei jedem Steg mit aufgebracht, damit der Kunde da bestmöglich verdrahten kann. Von 1 bis 6 Quadrat wird das Ganze gehalten. Und natürlich für größere oder auch kleinere Querschnitte gibt es da noch Alternativen. Okay. Und wie sieht denn das jetzt so aus, wenn du jetzt sagst, du möchtest jetzt hier einen Kamm wechseln? Weil aktuell sind ja die Standardkämme hier drin. Geht das so ohne weiteres? Ist das einfach zu realisieren? Genau, also in der Praxis gibt es dafür mehrere Möglichkeiten. Je nachdem, wie der Kunde plant, kann er das vorneweg auch schon machen, bevor er beispielsweise die Komponenten aufrastet, wenn er ganz genau weiß, wo sind meine großen bzw. kleinen Querschnitte, aber natürlich auch nachher direkt bei der Verdrahtung recht einfach und simpel möglich. Gerne können wir uns das Ganze auch hier mal anschauen. Sehr schön, ja. Dazu würde ich einfach mal hier wieder unseren Kammdeckel entfernen. Und wie man hier oben auf der rechten Seite sieht, haben wir schon unsere Steuerung, die ja bekanntermaßen recht viele Einzeladern hat. Da haben wir den großen Vorteil, dass wir hier die Kämme ja im 50 mm Raster gehalten haben. Das heißt, man kann die auch partiell dann dementsprechend im 50 mm Raster austauschen. Wenn man das hier sieht, hat jeder einzelne Kamm auch eine Rasternase. Das heißt, ich kann einfach hingehen mit meinem Schraubenzieher und danach auch partiell einfach den Kamm entnehmen. Dementsprechend jetzt hier beispielhaft unseren 2-Fach-Kamm einsetzen. Was wir auch beispielsweise für die SPS sehr empfehlen, weil viele Einzeladern. Und dann haben wir hier mal was vorbereitet. Das heißt, ich kann das Ganze hier einfach einsetzen. Und die ganzen Einzeladern werden dann nachher durch den Zweifachkamm nochmal hier sauber gefasst. Und das Ganze rutscht auch nicht hier raus. Und genauso, wie es immer schon im letzten Video erklärt wurde, kann ich hier dann praktisch seitlich verdrahten. Und so habe ich alle Einzeladern hier sauber zusammengefasst. Ist eine richtig simple, saubere Lösung. Simpel und schnell vor allem. Sehr schön. Ja, Bernd, jetzt habe ich aber trotzdem noch eine Frage. Wie verhalte ich mich jetzt zum Beispiel bei größeren Leitungsquerschnitten? Ja, oft habe ich ja zum Beispiel, hier sieht man Motorschutzschalter, der hat jetzt einen relativ kleinen Leitungsquerschnitt. Manchmal sind die Leistungsaufnahmen ja deutlich höher. Brauche ich auch deutlich dickere Querschnitte oder gerade bei so Ethernet-Leitungen, ja, Datenleitungen, wie verlege ich denn die? Muss ich dann hier jetzt aus dem Kamm Nasen rauszwicken? Dann habe ich ja eventuell dann hier wieder einen Grat oder gibt es dafür eine Lösung? Sehr gute Frage. Also generell empfehlen wir nicht, irgendwelche Zähne rauszuzwicken. Hat einfach den Hintergrund, wenn ich was herauszwicke, dann schaffe ich scharfe Kanten bei den Kunststoffkämmen. Dementsprechend kann ich meine Adern auch verletzen. Das möchten wir natürlich möglichst vermeiden. Deswegen haben wir hier dann unseren 3-Fach-Kamm geschaffen für große Querschnitte. Und der wird dann genauso ausgetauscht wie beim 2-Fach-Kamm, was ich gerade eben gezeigt habe. Das heißt, hier können wir dann praktisch genauso unser Kammsegment tauschen, was natürlich auch wieder recht schnell und simpel geht. Dementsprechend setze ich meinen 3-Fach-Kamm und kann jetzt beispielsweise auch hier mit meiner Datenleitung das Ganze schnell und einfach realisieren, lege den Ganzen hier ein und verdrahte den auch hier über meine Bügellaschen seitlich weg. Das heißt, auch so habe ich hier meinen 3-Fach-Kamm einfach gesetzt, muss keine Zähne rauszwicken und habe trotzdem in kürzester Zeit meine Datenleitung sauber verlegt. Also eigentlich eine schöne, smarte Lösung für einfaches Handling. Genau, und ich habe auch hier keine scharfen Kanten und kann schnell und einfach agieren. Sehr schön. Was gibt es denn noch für eine Kammlösung? Vorher haben wir von 4 Kämmen gesprochen.
Genau, eine Kamm-Variante haben wir noch übrig, die ist dann wirklich für sehr kleine Querschnitte gedacht. Das ist dann unser 10-fach-Kamm, der natürlich dann auch eingesetzt werden kann. Ist eher so eine Sonderlösung, wird selten am Markt eingesetzt, weil man ja sagen muss, durch unseren 8-fach-Kamm können ja auch mehrere Einzelarten in einem Kammsegment gehalten werden. Und der schöne Vorteil ist, wenn natürlich dann nach Abschluss der Verdrahtung die Kammdeckel eingesetzt werden, werden die auch hier fixiert. Das heißt, auch kleinere Querschnitte können auch beim 8-fach-Kamm nicht herausrutschen. Okay, genau. Sehr gut. Jetzt habe ich gesehen, dass du auch noch was Tolles anderes mitgebracht hast. Ich glaube, es nennt sich Glättbandsockel. Wie kommen denn die Glättbandsockel zum Einsatz? Für was kann ich die verwenden? Genau, unsere Glättbandsockel. Wir hatten ja schon im ersten Video über das Verdrahten gesprochen, wie ich Hauptstromkreis von Steuerstromkreis dann dementsprechend trennen kann. Und da gibt es auch Anforderungen, noch eine dritte Verdrahtungsebene zu schaffen. Okay. Und das Ganze ist dann mit den Klettbandsockeln relativ schnell und einfach realisierbar. Da haben wir verschiedene Varianten. Hier sieht man beispielsweise den für die Hutschiene. Mhm. Das heißt, der ist auch UL-zertifiziert, ganz wichtig, je nachdem, wo ich dann nachher meine Anlage auch exportieren möchte. Und der Ganze wird dann einfach hier auf die Hutschiene aufgeklipst. Und wenn ich jetzt beispielsweise meine Datenleitungen vorne rumführen möchte, kann ich das Ganze natürlich dann auch hier wieder rausnehmen, hier vorne über meinen Klettbandsockel führen und dementsprechend auch wieder fixieren. Das Schöne ist der Unterschied, jeder macht es ja gerne auch mal mit einem Kabelbinder. Der Kabelbinder ist natürlich erstens nicht UL-zertifiziert und muss natürlich jedes Mal weggeschmissen werden beim Öffnen. Und hier kann ich natürlich jedes Mal auf und zu machen, wenn ich mehrere Datenleitungen nachziehe, nachverfolge, nachverdrahte. Also ich kann hier auch wirklich schöne Kabelstränge außerhalb von dem Verdrahtungsraum führen. Genau, und wie man hier dann schön sieht, ich hätte beispielsweise Haupt- und Steuerstromkreis getrennt und kann meine Datenleitungen dann vorne rumführen. Das heißt, so hätte ich auch praktisch nochmal eine dritte Ebene geschaffen. Macht das Sinn, weil oft möchte man ja gezielt den Datenbereich auch physisch trennen vom Steuerstromkreis oder Hauptstromkreis. Genau. Ja, das Thema mit der Hutschiene ist eine charmante Lösung. Jetzt habe ich aber ja nicht jedes Mal hier so viel Platz, weil ja oft vorne alles voll ist mit Komponenten. Gibt es da auch eine charmante Lösung, wie ich zum Beispiel meine Leitungen seitlich vom Rahmen verlegen kann, aber die Leitungen, Datenleitungen dürfen trotzdem nicht in den Verdrahtungsbereich rein? Ja, natürlich. Also auf jeden Fall haben wir mittlerweile eine große Vielfalt, was die Klettbandsockel angeht. Natürlich, wie du richtig sagst, nicht jeder Kunde hat gerade den Bereich hier im Komponentenbereich, sich nochmal den Platz vorzuhalten für die Datenleitungen. Und da gibt es natürlich auch dann die Klettbandsockel ohne Rastnase. Die kann ich dann auch seitlich über die Tragschiene, egal jetzt rechts oder links, dann natürlich dann drüber hier fixieren und fest verdrahten. Unabhängig von der Tragschiene, die der Kunde nachher verwendet. Ah, okay. Ja, das ist natürlich top, ja. Und was ist das hier für eine Lösung? Hier ist ja so eine Nase dran. Kann ich die einfach irgendwo x-beliebig rein drehen oder? Genau, wie man jetzt hier gesehen hat, haben wir natürlich die Klettbandsockel für die Hutschiene. Hier natürlich ganz wichtig, ich kann das Ganze nicht nur vertikal, sondern auch horizontal führen. Und die gleiche Variante haben wir natürlich auch hier für unsere flachen Montagestege. Das heißt, der Kunde kann natürlich dann dementsprechend, ob er jetzt Hutschienenstege oder Montageschienenstege verwendet, das Ganze auch hier einfach partiell einklipsen und wie gesagt in beide Richtungen. Die Leitungen verlegen dann quasi, ne? Sehr schön. Gibt es denn auch irgendwas, wo ich zum Beispiel sage, ich arbeite mit einer Kabelabfangschiene im unteren Bereich und möchte zum Beispiel meine Anschlussleitung hier fixieren oder halt auch teilweise meine Datenleitung, die vom Schrank unten unten in den Schrank eingeführt werden, dass ich die abfangen kann. Gibt es da auch eine Lösung dafür? Genau, für die C-Schiene haben wir das Produktportfolio auch erweitert. Dementsprechend sieht man auch hier, die Rastnase ist ein bisschen größer, als wie wir jetzt hier bei dem Montagesteg gesehen haben. Und da kann ich das Ganze auch dann dementsprechend wieder 90 Grad drehen und dann auch in der C-Schiene nachher fixieren. Und das Ganze kann ich dann natürlich auch für mehrere Adern gleichzeitig machen, um diese dann dementsprechend in der C-Schiene abzufangen. Charmante Lösung, ja. Vielen Dank, Bernd. Also von daher, ich glaube, das war sehr hilfreich in den verschiedenen Anwendungsbereichen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und ich freue mich auf unseren nächsten Slot. Ich freue mich auch. Vielen Dank.